wo man sich ein bisschen schwer tut. Aber auch das ist hinzukriegen. Und ja, ich würde vorschlagen, also wenn ihr keine andere Idee habt, dann würde ich nächsten Mittwoch hier weitermachen und würde dann den Torso und den, also doch die komplette Torsotextur machen, dass man halt hier den Übergang vom Hals hat, wie das mit den Ohren ist und auch hier, da kann man sich das schon ganz gut vorstellen, wie das mit den Texturen so funktioniert und auch mit den Nähten, weil die Nähte sind ja immer das, wo die meisten Leute mit Probleme haben. Dass sie das nicht, ja, sich nicht vorstellen können, nicht umsetzen können. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist ja immer so ein Knackpunkt. Den man ja auch bei vielen Kaufcharakteren noch hatte. Also ich habe letztens wieder einen Fall gehabt, da waren die Nähte auch nicht schön. Aber gut. Was ich euch, wenn ihr so ein bisschen rumprobieren wollt, mit auf den Weg geben kann, es gibt ja für die Genesis-Figuren unheimlich viele verschiedene UV-Sets. Hier für Michael, für Victoria, was weiß ich nicht, Aiko, Girl, die haben alle ihr eigenes UV-Set. Wenn ihr Charaktere machen wollt, nehmt erstmal das Genesis-Basis-Template. Das funktioniert am besten, das funktioniert auch auf fast jeder Figur, ohne großartige Verzerrungen, außer auf dem Girl vielleicht und auf diesen Manga-Figuren. Da muss man schon mal ein separates Template haben. Aber für so einen normalen Charakter reicht die Template-Reihe von der Basisfigur. Da muss man keinen großen Hackmeck betreiben. Und das Schöne ist halt bei den Basis-UVs, die hat jeder. Das heißt, wenn ihr dann wirklich mal einen Charakter habt, wo sagt hier, den kann mal jemand anders nochmal benutzen oder der geht als Freebie oder ich möchte den vielleicht gar verkaufen, da könnt ihr mit dem Basis-Template das jedem mitgeben. Ist total klasse. Ja, das soweit. Und ich mache jetzt Schluss. Ich merke nämlich gerade, dass ich auch gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Und würde mich freuen, wenn vielleicht nächstes Mal auch ein paar Fragen gestellt werden, dass ich mir nicht das Gefühl habe, ich rede mit mir selber. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch erstmal jede Menge Input ist. Input ist. Mein Gott, ihr merkt, es funktioniert nicht mehr, ne? Ja, dann, wer mag, sieht mich morgen früh wieder, dann bin ich wieder am Arbeiten. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder ab 20 Uhr. Da machen wir dann hier weiter und gucken mal, wie weit es dann geht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.